Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu diesem sehr, sehr spannenden Video. Doch bevor wir tief in die Materie einsteigen, erstmal, was ist denn eine Fußarbeit? Ganz kurz, jeder Schritt, den wir im Alltag setzen, jeder Schritt beim Tanzen, jeder Schritt beim Laufen, jeder Schritt beim Rennen, hat eine Fußarbeit. Fußarbeit im Tanzen wird, wenn man das mal ein bisschen runterbricht, so bezeichnet, dass ein Schritt einen Anfangspunkt hat und ein Schritt einen Endpunkt hat. Zum Beispiel, wir starten mit einem Fersenschritt oder wir starten mit einem Ballenschritt oder wir enden mit dem ganzen Fuß. All das ist eine Bezeichnung für eine Fußarbeit, um da mal einen groben Überblick zu bekommen. So, jetzt, wenn ihr etwas unterrichtet im Unterricht und nicht wie im Paartanzbuch beschrieben, geht ihr zum Beispiel Rumba-Wiege mit der Ferse vor. Richtig wäre Ballen, ihr geht mit der Ferse vor, dann unterrichtet ihr aber trotzdem eine Fußarbeit. Die Fußarbeit ist jetzt nicht korrekt wie im Paartanzbuch, aber ihr unterrichtet eine. Das heißt, eine Fußarbeit sagt einfach nur aus, gehst du mit dem Ballen vor, gehst du mit der Ferse vor. Und dann gibt es eine Fußarbeit, die im Paartanzbuch beschrieben ist, die korrekt sein soll. So, wenn etwas im Paartanz, egal welchem, wenn jetzt irgendein Paartanzbuch rauskommt, das Tanzlehrer zeigen soll, wie sie in einer Tanzschule, die, sagen wir mal, zu 99% aus normalem Gesellschaftstanzen besteht, wo Leute kommen, die Spaß im Unterricht haben wollen, aber die nicht turnierambitioniert tanzen wollen. Ich denke, das ist ein Großteil der Teilnehmer bei einer Paartanzausbildung. Da sollte die Fußarbeit so entsprechend angelegt werden, dass es für die normalen Tanzschüler gut umzusetzen ist. Jetzt steht im Paartanz, das ist jetzt meine Favorite-Stelle, Tango, Abschlussschritt, zweiter Schritt des Herren, der absolute Knaller, Fußarbeit, ganzer Fuß, Innenkante, Fuß flach. Es ist jetzt egal, wie der Schritt aussieht, aber auf jeden Fall braucht man diesen Schritt beim Turniertanzen, wenn man eine so große Dynamik, eine so große Geschwindigkeit aufbaut, dass man den Schritt mit der Innenkante des Fußes, mit der Innenkante abbremst, weil man so schnell tanzt. Nennt mir bitte einen Tanzschüler in einer normalen Tanzschule, im normalen Gesellschaftstanzen, was, denke ich mal, 95% der Tanzschulen in Deutschland sind, nennt mir einen Tanzschüler, der eine so große Geschwindigkeit aufbaut, dass er mit der Innenkante den Schritt abbremsen muss. Es ist der absolute Oberknaller. Das macht in meiner Welt einfach überhaupt keinen Sinn. Jetzt gibt es aber auch noch Tanzlehrer, die sagen, okay, sie zeigen einfach die im Paartanz richtige Fußarbeit vor und die Tanzschüler können sich das abgucken, die unterrichten das nicht aktiv und dann können die sich das abgucken oder auch nicht. So, selbst das wäre ja falsch, weil wenn ihr den Fuß mit der Innenkante abbremst, dann müsst ihr ja so ein großes Tempo beim Vortanzen aufbauen, dass jeder sagen würde, was machen die da? Also selbst das ergibt keinen Sinn. Das heißt, um es mal kurz zusammenzufassen, alles, was ihr macht, hat eine Fußarbeit und im Paartanzbuch ist eine Fußarbeit beschrieben. So, jetzt könnt ihr aber auch nicht sagen, ja, guck mal, Ballenschritt bei der Rumba, das gefällt mir, das nehme ich jetzt. So, okay, Innenkante, das gefällt mir nicht, das lasse ich jetzt weg. Das ist ja Quatsch, es gibt ja auch eine Prüfung, wo das verlangt wird. Dann müsste man halt einfach sagen, okay, das ist eine Empfehlung, entweder ihr könnt es so tanzen oder ihr könnt es nicht tanzen, wie das zum Beispiel bei unserer Ausbildung so ist. Das ist eine reine Empfehlung, wie man das am besten macht, aber es wird ja wirklich geprüft und wenn du das nicht so anwendest, dann gibt es natürlich nicht so eine gute Note. Das heißt, sie gehen davon aus, dass man das auch genauso anwendet und genauso tanzt. So, jetzt ist meine große Frage, wie macht man es denn richtig? Zeigt man gar keine Fußarbeit, was macht man denn? Es gibt in unserer Tanzlehrerausbildung gibt es ein Leitsatz, eine große Regel, die bei uns gilt, und zwar, am besten lernt man etwas, wenn man es selbst erarbeitet. Ne? Das versuchen wir so als Prinzip, die Leute sollen, dass den Leuten irgendwie, dass die das selbst erspüren, weil da kann man sich am besten merken, da kann man sich am besten hineinversetzen. Und jetzt alles, was du aktiv korrigierst, aktiv sagst, ist ja etwas, was sie nicht von selbst erarbeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel bei der Rumba, ob du jetzt auf die 4 oder auf die 1 startest, beim Turniertanz ist es, dass man auf die 4 startet. Wenn du jetzt die Musik anmachst, eine Rumba, auch wenn das eine lateinamerikanische Rumba ist, wo man normalerweise auf die 4 starten würde, du machst diese Musik an und alle starten auf die 1. Dann haben die von sich selbst erarbeitet, okay, wir starten jetzt auf die 1, ich brauche darüber gar nicht mehr nachzudenken, alles drum und dran. Jede Abweichung sorgt dafür, dass sie überlegen müssen. Irgendwann haben die das wahrscheinlich so drin, dass es
dass sie nicht mehr drüber nachdenken muss, aber am Anfang müssen, aber am Anfang ist es zuerst mal eine Herausforderung. Das heißt, unser Leitsatz zuerst mal ist es, lass die Leute einfach das Ganze mal machen und lass das Ganze entstehen. Wenn die jetzt beim Tango immer mit den Ballen vorgehen würden, es wird auch scheiße aussehen, dann würden wir ganz klar sagen, ey, das sieht nicht so gut aus, versuch das mal so zu machen, dann würden wir aktiv hingehen. Aber wenn es jetzt bei den Leuten Spaß macht, es sieht ordentlich aus, es sieht harmonisch aus und die haben das von selbst so erarbeitet und es klappt alles, funktioniert alles, dann würden wir das jetzt nicht aktiv verbessern. Und deshalb unsere klare Empfehlung ist es, die Fußarbeit wirklich nur nicht nach irgendwelchen Büchern zu richten, sondern so, wie es von den Leuten entweder selbst entsteht oder wenn es wirklich das Tanzen blockiert, dann kann man das Ganze korrigieren und kann sagen, ey, so funktioniert das aber ein bisschen besser. Aber ansonsten würde ich die Fußarbeit, und ich würde es auch gar nicht Fußarbeit nennen, Fußarbeit hört sich so sehr nach Arbeit an. Und das ist halt Arbeit, ne? Wenn du das nach den Regeln machst, ist es wirklich Arbeit, die Fußarbeit einzuhalten. Und das soll es halt eben in der Tanzschule nicht. Das heißt, die Fußarbeit sollte eigentlich eine Fußerleichterung sein. Ist jetzt ein doofes Wort. Aber eigentlich sollte es eher so heißen, weil du durch die Fußarbeit das Ganze erleichtern soll, das Tanzen erleichtern soll. Das nur ein ganz kleiner Gedanke von mir. Und ihr könnt den Gedanken selbst interpretieren, wie ihr möchtet. Ich wünsche euch noch einen hervorragenden Tag. Bleibt so, wie ich bin. Haut rein.